der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, alle reden vom Fußball, wir auch. Wenn die deutsche Nationalmannschaft schon mal solche Glanztaten abliefert, die waren in den letzten Jahren doch sehr dürftig, da muss man wirklich mal lobende Worte finden. Und beim Finden dieser lobenden Worte helfen wir jetzt erstmal alles. Wie hast du den Freitag verbracht im Stadion? Nee, ich war zu Hause. Na ja, auf, echt? Ich war zu Hause, habe mir zu Hause angeschaut, gemütlich, war hoch erfreut. Spielweise war sehr ansprechend. Hast du das erwartet? Hast du das erwartet, dass das so ausgehen könnte? Weil die Schotten sind ja keine schlechten Fußballer. Nicht, eigentlich habe ich erwartet nicht 5-1, sondern ich hätte getippt 4-1. Tatsächlich? Ja. Warum? Für ein Tor sind die Schotten doch auch gut, aber dass die Deutschen von der Qualität her 4 Tore schießen, das war mir schon klar. Ja. Ich habe eigentlich bei so Wetten relativ immer gut gelegen. Aber bei den letzten Testspielen waren es ja nicht irgendwie so ganz großartige Leistungen, sondern es war mir auch so vom Erfolg ein bisschen auf der Kippe gestanden. An was kann sowas liegen? Macht das so eine Motivation aus, dass man da plötzlich dann im Fokus einer Europameisterschaft natürlich dann anders gefordert ist? Oder was denkst du, was macht da den Unterschied? Das ist genau die richtige Frage. Man ist da gefordert, man steht da im Rampenlicht. Mhm. Nicht bei einem Testspiel, dass ich nicht verletzt wäre, dass ich da ein bisschen aufpassen muss, dass ich da teilnehmen kann. Man sieht es ja bei manchen anderen Nationen oder bei manchen Spielern, wenn sie die noch verletzen, das ist das Aushängeschild für die weitere Karriere. Und da bin ich schon der Meinung, dass jetzt unsere Spieler auch ihr Leistungsniveau doch abrufen, das sie haben. Relativ lange Zeit ist ja Elfe gegen Zehn gespielt worden, verstehst? Also insofern war natürlich diese Erwartung 4-1 doch auf ein Spielfach nicht zurechtgezimmert, wo dann Elfe gegen Elfe spielen, oder? Ja, das 4-1 war zurechtgezimmert, 11 gegen 11, aber man muss ja auch die Sonne sagen, ich gehe schon davon aus, wenn ich mir das Spiel so anschaue, das ist meine persönliche Meinung, dass die deutsche Mannschaft schon einen Gang zurückgeschaltet hat. War die zurückgeschaltet? Da bin ich schon der Meinung. Wir werden uns noch eine andere Meinung einholen. Ja, bitte. Aber okay. Was erwartet? Die müssen ja auch schauen, das war das erste Spiel. Es gibt ja noch mehrere und es war ja eine lange Saison. Die Spieler waren ja auch nicht nur in der Bundesliga, sondern waren ja auch international schon gefragt. Ja, jetzt kommen die Ungarn. Wir erinnern uns an die erste Weltmeisterschaft nach dem Krieg. Ne? Da haben sie gleich zweimal gegen die Ungarn spielen müssen. Genau. Und dann im Endspiel, Rahn kommt aus der Mitte, Rahn müsste schießen, Rahn schießt und Tor. Wird es wieder so ausgehen? Es gibt keinen Rahn mehr, gell? Es gibt keinen Rahn mehr und ich weiß es nicht, Ungarn. Das ist eigentlich immer wenn man Ungarn Fußball hört, immer so ein Fragezeichen, weil immer 54 noch im Feuer steht und auch nachher noch Riesenspieler hervorgebracht hat. Und ich glaube nicht, dass die Spieler von Ungarn auch schlecht sind, aber normalerweise müsste eigentlich der Vorteil bei Deutschland liegen. Aber wenn man die letzten Spiele gesehen hat, nicht nur Deutschland, sondern ich rede jetzt von Europa, Belgien, Slowenien und so, es kann alles passieren. Und das macht so ein Turnier eigentlich ganz interessant. Ja, was sagst du zu Österreich gegen Frankreich? Dieses saublöde Eigentor, wenn es das nicht gewesen wäre, dann wäre das ja möglicherweise 0-0 ausgegangen, verstehst du? Ich hätte Österreich schon unentschieden vergönnt, weil die haben eigentlich Frankreich schon auch an den Rand eine Niederlage gebracht. Also das und das war ein Glücksfall für Frankreich, denn soweit ich mich erinnere, ich habe mir das gestern angeschaut, es war ja vorher auch ein Österreicher, der den Kopf ein bisschen weg und dann macht er nur eine Reflexbewegung mit dem Kopf, der Ball kommt drauf, keine Chancen. Die hat keine Chancen. Ich habe das immer gesagt, so wie der Rüdiger gegen Schottland, was soll man da machen? Der kriegt den Ball auf den Kopf und das war zu kurz. Der hat nicht mehr reagieren können. Ja.
Und Frankreich hat verdammt Glück gehabt. Und die haben halt auch schon, wenn man die Spieler sieht, unter ihrem Wert gespielt. Wenn man sagt, Spielfluss war gut, aber vor dem Tor waren sie eigentlich nicht so dominant, sondern die Österreicher hatten auch ihre Chancen. Österreich hätte vor dem Eigentor doch locker auch 1-0 in Führung gehen können. Und dann hätten wir geschaut, wie es ausschaut. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Kann man das lernen, schlagfertiger zu sein? Ja. Gesundheit ist der Dreh- und Angelpunkt für ein glückliches Leben. Design füllt Technologie mit Leben. Und doch ist es viel mehr. Jeder Mensch kann und soll singen. Versuch mal, an anderen wegzugehen als den der Schauspielschule. Schreib kein Buch für jemand anderen. Schreib es für dich. Man kann alles lernen. Alles im Leben. Höffner, immer besser. Mit unseren Einkaufsgutscheinen bis zu 6.000 Euro sparen. Höffner, wo Wohnen wenig kostet. Mehr auf höffner.de. Neu, das extra breite Familienbett. Komfortabel, nachhaltig, maßgefertigt nach Ihren Wünschen. Der Bettenspezialist in Ottobrunn. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, der liebe Günther, der hat jetzt am Wochenende etwas in sich entdeckt, von dem er vorher noch gar nicht gewusst hat, dass es das gibt, nämlich die Sympathie für Schottland. Ja. Konnte es sein? Ja, ich muss sagen, die Schotten, die haben mich sehr erfreut, weil ich meine, die Schotten sind immer so eine Miese, weil da drum kalt und Wasser ist oder was. Und die haben eine Freude ausgestrahlt, nichts Böses. Jeder hat einen, oder viele haben einen Kilt angehabt, einen Rock. Das hat dir gefallen, gell? Das hat mir gefallen. Da hast du keine Lederhosen, oder? Nein, das habe ich jetzt nicht gehabt. Nein, das hätte nicht zusammenpasst. Oder doch, weiß ich nicht. Auf alle Fälle, da war nichts Böses. Ich bin dann umeinander gegangen, da bist angesprochen worden oder am Schulter hauen oder man hat sich die Hände, hey, servus beieinander, hoffentlich haben wir ein schönes Spiel oder irgendwas. Es war wirklich wunderschön. Nichts Böses. Und das ist was Schönes bei so einer Fußballveranstaltung, dass keine Hooligans und so ein Schrott umeinander läuft. Wann waren das gewesen? Am Donnerstag oder am Freitag? Das war am Mittwoch. Am Mittwoch war ich schon dort. Okay, und am Donnerstag bin ich nochmal hingegangen am Marienplatz. Ja. Und da waren nochmal so viele Leute als wie am Mittwoch. Ja. Am Freitag habe ich es nicht gemacht, weil da wollte ich zu Hause alles besorgen, weil ich das im Fernsehen anschauen wollte. Und ich muss sagen, an den Donnerstag, das war toll, toll, toll. Ich kann nur sagen, die Schotten sind ein ganz, ein liebes Volk. Das muss ich wieder sagen. Und ich kann nur sagen, nicht böse. Ich war ja auch total hin und her gerissen, weil ich habe es ja erlebt, wir sind in Garmisch, wo sie jetzt residieren, während der Europameisterschaft angekommen sind. Und ich hätte es nicht gekonnt, dass gegen die Deutschen gewinnen. Und dann war ich doch wieder, das kannst du dann doch nicht bringen. Gell. Nein, Schottland ist schon toll. Ich war da mal als Schüler war ich mit Interrail war ich einmal oder ein paar Mal in Schottland gewesen. Und da gibt es ein Jugendherberg, Kabestell Castle, mittendrin in Schottland, so ein altes Schloss.
Und da sieht man dann unten im Sky of Loch Ash, das ist dieser tiefe Fjord, sieht man dann den Mond, wenn man dann, und dann bin ich da drüben in dem Pub gewesen. Und da waren ja so Schotten und dann habe ich mir einen Whisky bestellt und dann ist irgendwie so ein Schotte zu mir gekommen und habe mir diesen Whisky erklärt. Und er hat mir den Whisky erklärt und er hat mir die Welt erklärt und das Leben erklärt. Und das weiß ich heute noch. It could be worse, hat er gesagt. Es kann schlimmer sein. Und der hat so recht gehabt. Und wenn es schlimmer sein kann, falls du hast was verloren, es kann noch schlimmer sein, ja, dann bist du mit dem, was passiert ist, zufrieden. Du warst dabei. Ja, na? Das glaube ich auch. Ja, ich kann nur eins sagen, auf alle Fälle, ich hätte das anders. Ich hätte nicht gedacht, dass Deutschland 5-1 gewinnt. Ja, nicht. Hätte nicht geglaubt, weil, denk mal, Schottland ist ja keine unbekannte Nation im Fußball. Das ist halt alles England da drüber. Ja. Und da denken wir, ja, das ist nicht alles England, sondern Wales, Schottland und England. Und, ja, auf der Inselfläche da. Ja, und auf alle Fälle denken wir, ja, die werden schon. Wir werden es schon machen, gell? Wir müssen wirklich mal überlegen, Damen und Herren, das kann ich machen, ob wir in Bayern nicht unsere eigene Fußballliga gründen. Verstehen Sie das? Wir waren ja immer Weltspitze. Wir brauchen den Rest von Deutschland gar nicht. Bayern, München, erster Platz und das langt doch eigentlich, oder? Ja, genau. Und die 60er spielen dann auch in der Bayernliga. Ja, und da hat da unser Kaiser gesagt, der hat nicht lange übereinander, da geht es raus und spielt Fußball. Ja. Da hat man nicht das braucht und der braucht und der hat noch das dazu. Der hat keinen Laptop nicht braucht. Der hat einfach nur geht's Hirnschmalz und hat eine richtige Lösung ausgegeben und schon hat es funktioniert. Ja. Ja. Wie wird es gegen Ungarn ausschauen? Gegen Ungarn, ja, ich hoffe, dass das auf alle Fälle, ich hoffe, dass wir da gewinnen. Dass wir gewinnen. Ja, ich hoffe, dass wir da kluger gewinnen. Spruch. Ja, ich hoffe, dass wir da gewinnen und ich glaube schon, weil, ich muss sagen, der Musiala, der Wirtz und wie die Jungen alle heißen, auch die drei Jungen, haben die drei ersten Tore geschossen. Gell? Und ich glaube, die sind sehr motiviert, weil ich die letzte Zeit gesehen habe, aus diesen Gesichtern kommt Freude raus. Spaß, es kommt Freude raus, da ist Spaß dabei. Ja. Wenn du vorher die Vereine angeschaut hast, wo die gespielt haben, ich will nicht sagen alle, aber auf alle Fälle hat man im Gesicht keine Freude erkannt. Ja. Hat es aus dem Bayern-Präsidium jetzt stinkt, dass ein Bundestrainer ziehen haben lassen? Ich muss sagen, da hätte er auf alle Fälle hätte er meinen Stolz gehabt und hätte gesagt, wirklich nicht, weil irgendwann hört es auf und jetzt schauen wir mal, ich hoffe, dass der die Qualität hat. Der Dümer, wie heißt der? Company heißt der. Ja, ich hoffe, dass er die Qualität hat und der FC Bayern ist ja gut aufgestellt. Abwarten. Ja. Noch kann ja, ich wird Europameister? Europameister. Ja, das ist, ja, ich hoffe, dass wir auch dabei sind bei diesen Auserwählten. Ich schätze mal England und die Deutschen. Und vielleicht die Spanier sind auch nicht schlecht. Die Spanier, ich muss wirklich. Sind auch nicht schlecht. Ja, ja auf alle Fälle. Unsere italienischen Freunde aus Italien. Ich wollte jetzt gerade sagen, die vier sind Spanien, Italien, Deutschland und was ich. Jetzt warten wir einfach die nächsten Spiele ab, weil bei den ersten Spielen haben sie ja schon ein paar Mannschaften entzaubert. Ja. Wirklich entzaubert. Ja. Also Frankreich oder Belgien, das war ja gar nichts. War überhaupt nichts gewesen. Aber Damen und Herren, wie gesagt, man muss einfach offen sein. Man muss. Also ich sage, auf alle Fälle der Beste ist ein Gewinner und der hat es auch verdient. Wenn der alle Turniere gewinnt, alle Turnierspiele gewinnt, dann hat er das Recht, Meister zu sein. Das ist etwas, was man nachvollziehen kann. Ja, wer das verdient hat, der ist einfach Europameister geworden. Ja. Aus, fertig. Ob der oder der, das kann man nicht sagen. Es kommt auf die Tagesform zum Teil auch an. Ja, auf alle Fälle. Ich hoffe, dass wir dabei sind unter die Ersten. Damen und Herren, da fehlen mir die Worte, aber das macht nichts, Damen und Herren, weil im Endeffekt nicht Worte zählen beim Fußball, sondern die Tore. Und das ist auch gut so. Man kann praktisch nicht herbeireden, sondern man muss Tore schießen. Es ist wirklich so ein Spiel, wo ich sagen würde, okay, das ist ein Spiel. Es ist für Männer gemacht. Verstehen Sie? Aber ist wurscht. Jedenfalls, ich wünsche Ihnen einen schönen Fußballabend, bedanke mich für die erklärenden Worte. Ja. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.